Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus. Ich begrüße euch hier zurück zu Kingdom Come Deliverance hier auf meinem Kanal. Wir sind immer noch auf Erkundungstour in der ganzen Stadt, suchen nach Arbeitgebern und nach Questgebern, um Geld zu verdienen. Und haben jetzt wohl hier beim Wildhüter irgendwas gefunden, wo wir jetzt mal hingehen können. Ist da noch eine weitere? Eine Garnison? Freut mich, dass ihr auf jeden Fall wieder eingeschaltet habt hier bei Kingdom Come. Da ist eine weitere Kirche. Guck mal, unten war eine Kirche hier auch nochmal. Extra, separat noch. Und da haben wir den Wildhüter. Ja, vielleicht gefällt euch ja die Folge heute weiterhin oder das Projekt an sich. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr das Ganze unterstützen könntet mit einem Daumen nach oben. Und auch vielen, vielen Dank an alle, die die letzten Videos bewertet haben und kommentiert haben. Freut mich, wenn es euch gefällt. Alles selbstverständlich freiwillig über mich. Ja, hier haben wir den Wildhüter, da ist Gerber, Dingsbums. Und der hat Arbeit. Berthold. Gelobt sei Jesus Christus. Ja, nö. So, gibt es hier Arbeit für mich? Gibt es hier zufällig Arbeit für mich? Kommt drauf an. Wie ist dein Gehör? Was? Ich sagte, wie ist dein Gehör? Perfekt. Du brauchst mich nicht anzubrüllen. Warum fragst du denn? Weil es da eine Kleinigkeit zu tun gibt. Aber ich brauche jemanden, der die Gegend kennt und besonders gut hört. Okay, ich kenne die Gegend noch nicht, aber das kann ich ja lernen, ne? Ich bin nicht der Richtige dafür. Doch, doch. Triff doch mich zu. Das sollte ich hinbekommen. Also gut. Mein Freund ist Vogelfänger und er hat mir ein paar seltene Nachtigallen zur Verwahrung überlassen. Sie sind gute Handelsware. Reiche Männer halten sie in ihren Kammern im Käfigen, besänftigen damit ihre Frauen, wenn sie saufen und herumhuren gehen. Verstehe. Das Problem ist, dass die Nachtigallen fort sind. Ich weiß nicht wie, aber die Vögel sind ausgeflogen. Ja, das ist natürlich ein Jammer. Und du willst, dass ich sie finde? Warte mal, du verlangst doch sicher nicht von mir, auf der Suche nach Vögeln im Wald herumzuflattern. Nein, das nicht. Zum Glück sind ihre Schwingen gestutzt, also können sie nicht weit sein. Die Turmwache meinte, sie flogen Richtung Vranik. Ich habe hier Fallen. Damit solltest du sie leicht fangen können. Gut, aber woher weiß ich, wo ich die Fallen aufstellen soll? Angeblich mögen sie Kiefern. Und bei Vranik gibt es einen Hügel voller Kiefern. Da stehen eine Menge Kiefern. Deshalb sollst du ja lauschen. Nachtigallen haben einen unverwechselbaren Gesang. Wenn du in der Nähe eine hörst, legst du an der Stelle eine Falle aus. Sie haben andauernd gezwitschert, während sie hier waren. Ich erinnere mich an die Melodien. Ich singe sie dir vor. Oh ja. Kaum erwarten. Die Melodie geht etwa so. Was? Und sowas halten sich die Leute zu Hause? Das klingt wie eine Katze, der man am Schwanz zieht. Du weißt doch, wie es ist. Die feinen Leute sind eben seltsam. Kannst du dir die Melodie merken? ja, klar. Wiederhol sie nochmal. Ich möchte den schönen Gesang nochmal hören. Kannst du das wiederholen? Natürlich. Jetzt gemerkt? Ja, danke schön. Ich hab die Melodie im Kopf. Hab's mir gemerkt. Gut, hier sind die Fallen. Vergiss nicht, sobald du eine Nachtigall hörst, lege in der Nähe eine Falle aus. Nach einer Weile sollte sie hineintappen. Wird gemacht. Okay. Dreimal leere Vogelkäfige. In der Nähe von Vranik. Ich weiß nicht mehr, wo das ist. Was ist denn hier Übung? Jagen. Okay. Ich wäre gerne ein besserer Jäger. Selbstverständlich. Muss man das zahlen? Etwas fortgeschritten erfordert Stufe 5. Fortgeschritten erfordert Stufe 10. Meister 15. Vielleicht ein anderes Mal. Wo bin ich denn? Anfänger, ne? Ich bin noch Anfänger. Ich habe aber den Ton noch im Kopf. Ich möchte die Grundlagen festigen. Gut, aber nur gegen Silber. Natürlich. 60? Eieiei, ich muss unbedingt Geld kriegen und meine Schulden bezahlen, ey. Vielleicht ein anderes Mal. Vielleicht ein anderes Mal. Man kann also seine Skills bei den jeweiligen Trainern also verbessern. Das ist gut zu wissen. Damit müsst ihr jetzt durch. Ich bin der Nachtigallenjäger. Okay, da haben wir noch einen weiteren Aufgabengeber. Und hinten war ja auch noch ein bei der anderen Kirche. Oder sind das die gleichen Aufgaben? Oder ist der andere noch da? Nö. Guck mal, jetzt ist das hier wieder weg. Das Ding. Aber jetzt ist hier eins. Ein Aktivitätengeber. Vielleicht rennt er auch durch die Stadt, der Gute.
weil das hier halt jetzt verschwunden ist. Aktivitätengeber verschwinden immer ab und zu, tauchen dann aber wieder woanders auf. So, das Symbol habe ich jetzt hier auch für den Jäger. Da kann ich also jagen lernen. So, gehe ich mal da nochmal hin. Oder hier oben nochmal die Fragezeichen aufdecken. Nur schnell hin. Nicht, dass der Aktivitätengeber wieder verschwindet. Komm, wir laufen. Und auf der Karte gucken, wo Vranik ist. Gehen wir mal hier. Ah, das ist noch eine Schmiede, ne? Schmiede, Wetzstein haben wir gefunden. Was ist denn das andere? Ah, guck mal, da kann ich Schießübungen machen. Ist da jedenfalls als Symbol. Da sehen wir das. Da. Ja. Ah, dann guck mal, jetzt hab ich ja hier alles aufgedeckt. Schleifsteine sind das zwei, dann der Schmied und da. Na, da. Der Schießstand ist da. Aber wenn ich hier noch nicht jagen gelernt habe, brauche ich auch eigentlich noch nicht zum Schießstand, deswegen mal schnell hier raus da zum Aktivitätenhändler, Geber. Du hast Nest entdeckt. Wo denn? Und was bringt das Netz? Weil hier laufen noch überall, ich wollte gerade sagen, hier laufen noch überall Hähnchen rum. Hühner. War das vielleicht ein Nest von denen? Oder wo habe ich ein Nest entdeckt? Kann ich ja vielleicht Eier mitnehmen oder so? Das ist das Nest hier oben, ne? Ja. Nest untersuchen kann ich. Sind da Groschen drin? Stehlen. Nee, stehlen will ich nicht. Warum liegen da Groschen im Nest? Muss auch einer verstehen, ey. Ja, das ist auf jeden Fall ein Typ, der rumläuft, der Aktivitätengeber. Deswegen war der auch vorhin da hinten bei der anderen Kirche. Das ist hier der Typ in Rot. Der ist es. Wer bist denn du? Milan? Hey, pass auf. Die Leute heutzutage. Ich geb dir gleich. So, bleib mal stehen, Milan. Ich kenne deinen Fußballverein. Der ist schlecht. So, quatschen wir mal mit dem. Was der für Aufgaben hat. Könnt auch irgendwann nochmal wieder speichern, ey. Das macht mich sonst nervös. Nicht, dass hier irgendwas schief geht. Ich habe Angst vor Spielabbrüchen. Boah, jetzt lädt er aber lange. Beste Grüße. Ah, beste Grüße, Digga. Wegen Ratei. Ach, das ist der. Du kämpfst für Geld. Der ist das. Bist du der Kerl, der um Geld kämpft? Was geht dich das an? Ich bin aus Scarlet und würde gern mein Glück gegen dich versuchen. Warte mal, ich kenne dich doch. Aber ich kämpfe nur um Silber, kapiert? Ich gehe mal kurz nochmal weg. Da möchte ich gerne... Ich riskiere es jetzt einfach und trinke mal einen von diesen Schnaps. Ich habe ja mehrere davon im Inventar. Habe noch nie einen benutzt. So, Spiel gespeichert. Okay. Falls du noch eine Flasche Retterschnaps benötigst, kannst du es bei Händlern, bei Schenken oder am besten bei Apotheken versuchen. Andererseits könntest du ihn auch selbst brauen, sofern du über die nötigen Zutaten und einen Alchemietisch verfügst. Alkohol enthaltet seine Wirkung allmählich und beschert dir die Boni auf Redekunst, Vitalität, Charisma und Stärke. Wenn du es jedoch übertreibst, können die Folgeerscheinungen äußerst unangenehm werden. Ja, ich wollte es auch nicht so häufig benutzen. So. Dass man speichert mit diesem Schnaps ist schon, naja. Interessante Idee, sage ich mal so. Nicht angenehm, aber interessant. So, ich habe jetzt also einen Schnaps getrunken. Das heißt, meine Stärke ist jetzt noch temporär noch etwas erhöht. Die Frage ist, ob er jetzt schon gegen mich kämpfen will. Das Problem ist, wenn ich verliere... ich habe ja kein Geld, ja. Ich weiß auch nicht, ob er schon vorher Geld haben möchte. So, du kämpfst für Geld. Bist du der Kerl, der um Geld kämpft? Was geht dich das an? Ich bin hackedicht. Ich bin aus Scarlet und würde gern mein Glück gegen dich versuchen. Guck mal, wie er sich bewegt. Ich kenne dich doch. Aber ich kämpfe nur um Silber, kapiert? Man sieht, dass er voll ist von den Bewegungen her, ey. Wie lauten die Regeln? Gibt es Regeln? Ja, ein paar. Aber wer auf seinem Arsch landet oder abhaut, verliert. Und keine Messer, Äxte oder ähnlichen Scheiß.
Dann ist dein Einsatz weg, kapiert? Siehst du, der will Einsatz haben. Ich hab halt nix, ne? Wieso um Silber? Muss ich dir das wirklich erklären? Schau dich an und dann die anderen. Alles, was die setzen können, ist ihre Arbeitskraft. Aber du hast Silber. Okay. Dann los, wenn du glaubst, du könntest mich schlagen. Immer langsam mit den jungen Pferden, Bürschchen. Zuerst musst du dich beweisen, indem du zwei andere besiegst. Stefan und einen Kerl namens Löckchen. Okay, Stefan und Löckchen muss ich besiegen. Wo sind die denn jetzt hier? Finde ich jetzt hier nicht. Toll. Super. Was zur Hölle machst du da? Stefan und Löckchen muss ich besiegen. Das sind Bürger. Wird natürlich wieder nicht gezeigt, wo die sind, ne? Stefan und Löckchen, ey. Das sind aber auch Namen. Naja. Da muss ich mal die Augen offen halten, ob ich die irgendwo sehe. Ja, das ist Lager gewesen. Ich glaube, im Lager kann ich vielleicht auch eine Runde pennen, wenn ich da was benötige. So. Wo ist denn dieses Ort, dieser Ort, wo ich für die Dings. Ah, ich glaube, das könnte da sein. Ich glaube, das könnte hier sein, wo die Vögel hingeflogen sind. Hier sind ja so ein paar Wälder und hier war ja auch ein Stern und der Stern hier ist weg. Das heißt, der könnte auch dazugehören zu der Quest mit Berthold, weil das Stern jetzt hier auch verschwunden ist. Alle Sterne sind verschwunden. Deswegen ist es vielleicht da, wo ich die Fallen aufstellen muss. Dann gehe ich also mal in die Richtung, wo ich ja sowieso zum Training muss. Irgendwie hat sich die Optiken gerade ein bisschen verhauen, oder? Irgendwie sieht das hier gerade ein bisschen merkwürdig aus. Nach dem Speicher. Ach nee, ich glaube, ich weiß, was das ist. Das ist die Sicht, weil ich angetrunken bin, ne? Seht ihr das ein bisschen? Das ist ein ganz leichter Unterschied, was die Schärfe angeht. Kommt wahrscheinlich vom Alkohol. Ja, ich habe ja auch noch das Symbol unten, dass ich noch angesäuselt bin. Interessant. Sehen wir den Effekt auch nochmal. So, hier haben wir einen Schuster gefunden. Können wir Schuhe kaufen? Dann gibt es echt alles, ey, in der Stadt. Und noch eine Schenke. Da kann man auch nicht genug von haben, ne? Von Schenken in einer Stadt. Beran haben wir da. Wie heißen die? Bartek. Die haben keine Namen. Schnellreiseort. So. Wenigstens habe ich immer noch keinen Hunger. Das ist schon mal eine gute Änderung. Wie viel Schnaps habe ich eigentlich noch im Inventar? Groschen. Warte mal. Nee, falsche Taste. Die muss ich nehmen. Nee, Quatsch. Oben erstmal auf Inventar. Und jetzt auf Nahrung. Da ist der Schnaps. Kann da vielleicht auch mal die Info weggehen. So. Was ist denn die Stückzahl? Habe ich 3, ne? Das müsste die Stückzahl sein. Süßer Pfannkuchen habe ich noch welche. Ich habe ja auch normalen Schnaps. Retterschnaps zum Speichern und hier ist noch normaler Schnaps. Wozu ist der denn? Starker Alkohol, der körperliche und seelische Leiden hinwegbrennt. Alles klar. So, jetzt bin ich außerhalb der Stadt. Gehe ich mal zum Trainingsplatz. Nicht, dass der Herr hier irgendwie abhaut und nicht auf mich wartet. Ja, ich bin angesoffen, aber ich kann auch so trainieren. Das geht schon. Hoffentlich macht er das. Nicht, dass er sagt, ey, geht er den Rausch ausschlafen. Da haben wir ihn. Liam Neeson. Gott sei mit dir. Oder nicht nur Liam Neeson, sondern auch Snape von Harry Potter hat auch gesprochen. Dürfte ich dich etwas fragen? Ich wüsste gern... Ist Herr Hanusch ein guter Lehnsherr? Wie ist Herr Hanusch als Lehnsherr? Kann nicht klagen. Er weiß, wie man für Ordnung sorgt, ist aber gutmütig dabei. Na, immerhin. Was hältst du von Herrn Ratzig? Was hältst du von Herrn Ratzig?
Wie ich höre, hält er zum König und sitzt deshalb wohl in unserer Burg. Er scheint gerecht zu sein. Und die Leute sagen, er wäre ein guter Burggraf. Okay, was ist der junge Capon für einer? Genau, der schleimige, eingebildete Fatzke. Wie ist der junge Herr Capon? In ein paar Jahren ist er Burggraf. Herr Hanusch ist sein Vormund, bis er mündig wird. Die meiste Zeit jagt der junge Herr den Weibern nach, aber da wächst er schon noch raus. Er ist kein Narr. Wie lebt es sich in Rathai? Bis zu Sigismunds und eurem Erscheinen war es hier angenehm und friedlich. Na toll, wie sind wir schuld, ne? Was wird aus den Flüchtlingen werden? Was wird aus den Skalitzer Flüchtlingen? Das wüsste ich selber gerne. Ich hoffe, dass sich die Lage bald beruhigt, damit ihr euch verziehen könnt. Ja, das hoffen wir auch. Das ist aber eine sehr schöne Burg hier. Pirkstein ist eine schöne Burg. Sie wird noch schöner, wenn ihr euch fortschert und ich meine Kammern wieder beziehen kann. Okay. Wen hat Sigismund da in seinen Reihen? Diese, ne, Kumanen. Weißt du, wer Sigismunds Männer sind, Hauptmann? Man nennt sie Kumanen oder Kipchaken. Unserem Herrn zufolge flohen sie vor den Mongolen nach Ungarn. Sie sind Viehhirten und ausgezeichnete Reiter und Barbaren, obwohl sie behaupten, Christen zu sein. Flüchtlinge vor den Mongolen, okay? Danke, das wäre alles. Hab Dank. Mehr wollte ich nicht wissen. Mehr gab's auch nicht. Okay, machen wir die Grundausbildung. Ich komme wegen der Ausbildung. Du bist der Junge, den Herr Ratzig schickt. Ja, wir haben eben schon gesprochen. Das bin ich wohl. Genau der bin ich. Dann lass uns anfangen, da Herr Ratzig es wünscht. Und da du noch nie ein Schwert in der Hand hattest, fangen wir mit etwas Einfachem an. Wie er immer noch am Rumtorkeln ist, ey. Gute Idee, die Grundlagen zuerst. Also gut. Komm mit und spitz die Lauscher. Ich will mich nicht wiederholen müssen. Ei. Ausbildung zum Ritter. Zeig, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Halte es ordentlich und beweg dich. Steh niemals still, wenn du kämpfst. Okay, ich wedel rum. Niemals stillstehen. Nein. Im Kampf wird dein Gegner fixiert. Das ist wieder das gleiche Training wie nochmal. Na ja, egal. Kann man nochmal machen. Versuch jetzt, mich anzugreifen. Ei. Du musst dein ganzes Gewicht in einen Schlag legen. Es bringt nichts, mit dem Schwert herumzufuchteln. Du musst dich richtig reinlegen. Schlag aus verschiedenen Richtungen zu. Ja. Gut gemacht. So. Ja. So ist's recht. So ist's recht. Geht ganz schön auf die Ausdauer. Das spitze Ende ist keine Zierde. Du sollst damit zustechen. Los, versuch's mal. Der pariert ganz gut, der Junge. Okay. Das genügt. Zuschlagen, zustechen und in Bewegung bleiben bilden die Grundlagen des Schwertkampfes. Versuchen wir etwas Schwierigeres. Einen Schlag kann man leicht abwehren. Du musst deinen Gegner also unter Druck setzen. Kette deine Angriffe aneinander und halte nicht inne. Zuschlagen, zuschlagen, zuschlagen. Okay, Button Smashing. Hab dich erwischt. Was ist denn? Wartest du auf den Heiligen? Gut. Noch einer? Schön. Ich habe Stärke dazu gekriegt, nice. Jetzt widmen wir uns der Verteidigung. Oh, einen einfachen Angriff abzuwehren ist nicht schwer. Sei achtsam und bewege dein Schwert im Einklang mit dem deines Feindes. Abwehren habe ich bisher nämlich noch gar nicht gelernt. Nicht so. Nicht so? Nein. Nein. Ach, warte mal, parieren L1, halte L1 gedrückt, um Angriffe zu parieren. Du wehrst den Angriff deines Gegners automatisch auf Kosten deiner Ausdauer ab. Solltest du dich über genügend Ausdauer verfügen, um deinen Schlag zu parieren, wärst du getroffen. Während du Angriffe abwehrst, regeneriert sich deine Ausdauer langsamer. Ja, okay. Nicht schlecht. Ah, okay. Schön. Alles klar, das hatte ich bei einem anderen Training nämlich nicht gelernt, das Abwehren. Nun gut, dann zeig mal, was in dir steckt. Greif mich an und halt dich nicht zurück. Okay.
Kurz Ausdauer aufladen. Parieren, weil er auch sicherlich auch angreift. Siehst du? Wow. Jetzt legt er aber los, ey. Meine Güte. Schwert gelernt noch da. Ich treffe ihn aber nicht. Was der für Kombos raushaut. Voll schnell auch. Alter! Ey! Ey! Es reicht, ich hab keine Ausdauer mehr! Blöder Sack, ey! Huh! Wie langsam ich zuschlage, weißt du? Ich kann doch nicht mal schneller schlagen. Der ist halt schon ein höheres Level, so. Lass mich auch mal schlagen, ey. Das reicht. Du bist kein hoffnungsloser Fall. Na toll. Aber dich zum Meister zu machen, wird schwierig. Wenigstens kannst du die Grundlagen. Versuchen wir etwas Fortgeschrittenes. Behalte stets den Abstand zwischen dir und deinem Gegner im Auge. Dies ja. ist dein Radius. Okay. Versuch, deinen Gegner seitlich anzugreifen. So fällt es ihm schwerer, deinen Angriff abzuwehren. Wenn ich das Schwert erhebe, schlage von unten zu. Halte ich es gesenkt, presch vor. Versuchen wir es. Greif ein paar Mal die Seite an der ich mein Schwert nicht halte. Nicht schlecht. Mhm. Wenn du dann... Okay. Gut, Lektion 2. Alles, was du bisher über das Blocken weißt, ist falsch. Wenn ich blocke, wehre ich deine Schläge leicht ab und habe die Kontrolle über den Raum zwischen uns. Alles klar. Aber es ist besser, zusätzlich auch die Waffe des Gegners zu kontrollieren. Greif an, dann zeige ich es dir. Greif den Ausbilder an, um die Technik auszuprobieren. Ja, der pariert und macht dann sofort einen Konterschlag. Man hört da auch du, so ein leichtes Geräusch dann. Jetzt du. Okay. Der Trick ist, die Stellung zu halten. Sobald ich angreife, blockst du. Damit schlägst du die Klinge zur Seite. Ja. Das perfekte Parade, um deinen Gegner vollständig abzuwehren, muss deine Parade zeitlich perfekt abgestimmt sein. Wenn du L1 gedrückt hältst, dein Gegner mit seinem Angriff beginnt, bekommst du einen Adrenalinschub, der es dir ermöglicht zu kontern. Bei einer perfekten Parade verlierst du keine Ausdauer. Okay. Nein. Ja, ich habe doch gelesen, sorry. Da war das Symbol. Schön. Ah. Da ist so ein grünes Symbol dann in der Mitte. Zack. Sehr gut. Alles klar. Das macht das Ganze schon einfacher. Schön. Nice. Ist das immer so langsam? Ich denke ja nicht. Gut gemacht. Zack. Und dann... Erst L1 drücken, wenn das grüne Symbol in der Mitte kommt. Das ist, jetzt okay. Etwas schneller. Konzentriere dich und blocke genau dann, wenn ich zum Schlag aushole. Ja. Ich schlage jedes Mal von oben zu, damit du alles siehst. Du hast schneller gesagt. Das ist doch nicht schnell, Digga. Ey. Wir sind nämlich im Kindergarten. Genau. Gut. Noch zweimal. Nicht schlecht. Nö. Einmal noch, komm. So ist's recht. Verteidigung plus. Gut. Und jetzt mit vollem Tempo. Vermutlich klappt es nicht sofort, aber das ist anfangs normal. Du musst üben. Los geht's. Oh, das ist schon ein bisschen anders. Das kommt echt. Hauptmann Werner. Den hab ich doch. Warte kurz, Heinrich. Was denn? Ach, jetzt unterbricht er unser Training, der blöde, schmierige Prinzenarsch. Grüße, Herr Hans. Was führt dich her? Herr Hans. Ich kam vorbei und bemerkte, dass du Herrn Ratzigs geschätzten Gast unterhältst.
nicht dasselbe wie einen Hammer zu halten, was, Schmied? Rassig hat es befohlen. Ich weiß, eigentlich wollte ich am Schießstand üben. Meine Hand ist ganz steif geworden. Du hast doch nichts dagegen, Bernhard. Keineswegs, Herr. Guten Tag, Sohn des Schmieds. Und tu dir nicht weh. Na, jetzt will der gegen uns hier kämpfen, um anzugeben. Wo waren wir? Ach ja, den doch Gegner nicht. Dorthin locken, wo man ihn haben will. Ja. Es gibt noch einen Weg, Schlägen auszuweichen. Ah. Den Schritt zur Seite. Greif an, ich zeige es dir. Okay, zeig mal. Nice. Was ist los? Gut, versuch's. Wie denn? Weiche nicht zu früh aus, sonst sehe ich, wohin du willst und treffe dich. Dasselbe passiert, wenn du zu lange wartest. Ja. Ich werde langsam angreifen. Sobald ich meine Waffe hebe, spring zur Seite. Das bringt springen? Mich etwas aus dem Rhythmus und verschafft dir einen Vorteil. Mit Viereck oder was? Ausweichen. Beweg dich genau dann zur Seite oder nach hinten, wenn dein Gegner angreift. Ah, okay. Auch beim gleichen Symbol. Okay, nach hinten ist nicht so leicht. Seite ist, glaube ich, besser. Sehr gut. Hey, da habe ich gemacht. Nein. Vielleicht ein bisschen weiter noch drücken. Ja. Gut. Und nun etwas schneller. Versuch dich an den Rhythmus zu gewöhnen. Lass deinen Gegner niemals aus den Augen. Du kannst Angriffe erkennen, noch bevor sie ausgeführt werden. Nicht schlecht. So ist's recht. Gut. Schön durchgetaucht. Und die letzte Lektion für heute. Ein Trick. Hebst du ein dein Schwert, zwingst du den Feind zu einer Parade. Änderst du dann im letzten Moment die Richtung, wird dein Gegner nicht wissen, wie ihm geschieht. Versuch's mal. Zieh die Waffe zurück, ändere die Angriffszone und schlag zu. So hat er keine Zeit zu reagieren. Bereite den Angriff vor, indem du R2 gedrückt hältst, wechsel danach die Angriffszone und starte den Angriff neu. Los! Genau! Ja! Sehr gut! Okay. Sehr gut. Nicht so verflucht. Gut gemacht. Schön. Hey. Ich wollte noch. Schauen Sie an. Ach, das war schon. Schlecht. Vielleicht hast du ja doch das Zeug dazu. Mhm. Aber nicht übermütig werden. Nö. Du magst talentiert sein, aber das allein ist nicht alles. Du musst oft und hart üben. Übung macht den Meister. Quest abgeschlossen. Warte. Herr Ratzig verlangte auch, dass ich dir das Bogenschießen beibringe. Okay. Lerne ich das auch gleich bei den. Von nun an kannst du jederzeit den Kampfplatz aufsuchen und den Meister zu einer Übung herausfordern. Okay. Gibt es wahrscheinlich noch vielleicht noch Fortgeschrittener oder einfach da, um gegen ihn zu kämpfen und dann seine Werte zu steigen. Wie Verteidigung und Stärke und sowas. Interessant. Hauptmann Bernhard. Ist ein ganz netter, ne? Der ist okay. Sind wir schon da? Oder wollen wir jetzt wirklich da reingehen zum Schießstand? Was der für geile Cowboy-Socken anhat hier. Mit, wie heißen die Dinger? Die Sporen. Sporen heißen die Dinger. Mensch. Muss immer noch nichts essen, ey. Es regnet leicht. Dabei ist es noch gar nicht so richtig bewölkt. Wo der Schießstand ist, weiß ich ja, aber man muss natürlich immer warten, bis die Leute auch mitkommen. Hab Mitleid mit deinem armen Tropf. Sigismund und seine Brut haben mir alles genommen. Ja, mir auch, mein Freund, mir auch. Ich guck mal kurz, wer hier so little Bürger, ob ich hier irgendwo Löckchen und sowas finde, weißt du? Die man ja eigentlich dann noch zum Kämpfen herausfordern muss. Hier haben wir. Soll ich nicht auch gegen Stefan kämpfen? Mir bleibt keine Wahl, als zu betteln.
Doch, das war doch Stefan und Löckchen, ne? War das doch? Ihr wisst schon. Ich hoffe, der geht jetzt. Ach nee, da ist schon der Schießstand. Hm. Okay, ich dachte, es dauert vielleicht noch. Ist das da wieder der Hans? Lord Hans von irgendwas? Hier steht auch noch jemand. Händler. Folge Bernhard zum Schießstand. Spiel gespeichert. Vielen Dank. Auto speichern finde ich immer super. Mal sehen. Nimm diesen Bogen, stell dich dort drüben hin und es kann losgehen. Und noch etwas. Zieh diesen Armschutz an. Ohne kannst du dich mit der Sehne verletzen, also sieh zu, dass du ihn immer trägst. Danke, Hauptmann. Spar dir den Dank und mach dich bereit. Armschienen bekommen. Der Bogen ist nicht gerade die Lieblingswaffe eines Ritters, kann sich aber als sehr nützlich erweisen. Okay. Aus einiger Entfernung kommen zwei Banditen auf dich zu. Schieß einem ins Auge, lass den Bogen fallen und stell dich den zweiten mit dem Schwert. König Karl, Gott hab ihn selig, ermutigte seine Untergebenen, das Bogenschießen zu erlernen. Er veranstaltete sogar Turniere in Prag. Nice. Aber dort wärst du nicht weit gekommen. Du hältst das Ding wie ein Stück Feuerholz. Schieß den einen ins Auge und dann den anderen. Dort ist das Ziel. Versuch es zu treffen. Ja. Spanne den Bogen, ziele und lass dann los. Bekomme ein Gefühl für den Rhythmus. Atme beim Spannen ein, halte für einen Moment den Atem an und lass dann los. Keine ruckartigen Bewegungen. Lass die Sehne einfach durch die Finger gleiten. So, als ob du sie noch einmal zurückziehen würdest. Das ist eine Bewegung, wenn der Pfeil das Ziel anvisiert und darauf zufliegt. Nur zu. Das da ist ein Übungsbogen. Der Pfeil bleibt also nicht lange in der Luft. Wenn du besser bist, kannst du dir einen anständigen Bogen besorgen. Dann werden die Pfeile so schnell fliegen, dass man sie kaum noch sehen kann. Vergiss den Armschutz nicht. Wenn du den Dreh raus hast, wirst du ihn nicht mehr brauchen. Alter, ich dachte eben schon, hör doch endlich mal auf zu quatschen, damit ich mir mal den Text durchlesen kann, der da oben rechts aussteht. So, Bogenschießen. Spanne deinen Bogen mit dem Steuerkreuz. Halte R2 gedrückt, um einen Pfeil aufzunocken. Und lass dann los, um zu schießen. Behalte deine Ausdauer im Auge. Mit X kannst du den Vorgang abbrechen und den Pfeil wieder einstecken. Dankeschön. Habe ich die Armschienen schon an? Ja. So, Bogen in der Hand. Man hat kein Ziel oder so. Ausdauer hält nicht lange. Okay, das ist aber... Puh. Ach komm. Ah, daneben. Ja, ich wollte, ne, sei froh, dass ich nicht dir ins Auge geschossen habe, du Arsch, ey. Ich könnte einen Happen vertragen. Nicht jetzt. Schon mal. Geschossen. Ja. Übe noch ein bisschen und mach keine Dummheiten. Komm, der war mittig. Scheiße. Unterziehe dich der Fernkampfausbildung. Aufgabe abgeschlossen. Das war gar nichts. Ich habe nicht erwartet, dass ein Dorftrottel was taugt. Aber Trottel. Du hast sogar meine nicht vorhandenen Erwartungen unterboten. Mir ist schleierhaft, weshalb du deine Zeit vergeudest, Herr Bernhard. Aus ihm wird nichts. Und beim ersten Anzeichen von Ärger wird er wie jeder andere Bauerntölpel das Weite suchen. Wäre ja nicht das erste Mal. Was hast du gesagt? Beruhige dich, Junge. Vergiss nicht, mit wem du redest. Mit einem Maulhelden, der mit silbernem Löffel im Mund geboren wurde. Richtig. Alles reicht's. Dafür landest du am Schandstock. Immer mit der Ruhe, Herr Bernhard. Wenn der Bursche meint, er könne sich beweisen, dann lass ihn. Du denkst, du könntest mich schlagen? Jederzeit. Also gut. Wenn du mich besiegst, gebe ich dir meinen Bogen. Verlierst du, musst du deinen Beutel leeren. Hast du überhaupt Geld? Nee. Ich habe nicht genug. Dann wirst du es abarbeiten. Fangen wir an. Na, ich hab doch schon Schulden genug. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Jetzt muss ich mit den echt messen? Okay. Das wird ja interessant, ey. Ich treff doch nix. Der legt einfach schon los. Soll ich auch schon? Na, da hab ich den Bogen weggesteckt. Zieh ihn nochmal raus. So, da. Wie kann ich denn einfach Luft anhalten, ey? Hey, was treibst du denn da? Man soll ja kurz Luft anhalten und dann mit dem Bogen schießen.
Ach nee, das ist schon. Die Ausdauer ist schon das Luftanhalten. Also. Ich will nicht verlieren. Vertragen. Ich will nicht verlieren gegen den Arsch. Ey. Uah, na toll. Das ist doch kein faires Duell. Komm, der war getroffen. Wow, der auch. Mache ich Punkte eigentlich? Ja, ne? Der auch. Komm, jetzt habe ich schon 11. 2 Schuss habe ich noch. Ich bin schon bei 11. Ich muss etwas zu essen besorgen. Lass Warte mal, habe ich jetzt mehr? Ich habe noch mehr als er, oder? Er hat nur 9 und hat keine Schuss mehr. Ach, kacke. Ich habe noch einen Schuss und bin bei 11. Haha. Bam, Junge. 13. Haha. Tja, das habe ich nicht erwartet. War vermutlich nicht dein Tag, Herr. Ich sagte ja, meine Hand ist steif, seit ich beim letzten Jagdausflug vom Pferd fiel. Was gibt's da zu grinsen? Ich denke, du schuldest mir eine Revanche. Wie wäre es mit einem Duell auf dem Übungsplatz? Wenn du willst. Herr Hans, muss das sein. Herr Hanusch hat sich letztes Mal über deine Kämpfe mit Untergebenen beschwert. Er befahl ausdrücklich... Ich weiß, was er befahl. Sag ihm einfach, ich hätte nicht auf dich gehört. Also, wie sieht's aus, Schmied? Wenn's sein muss. Das reißt doch langsam, oder? Lass uns gehen. Schwertkampf gegen Herrn Hans Capon. Capon? Ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge, Leute. Das war... Okay, Leute. Das ist mal ein richtiges, schönes Ende, oder? Wenn ihr wissen wollt, wie der Schwertkampf hier ausgeht gegen diesen Hans, dann müsst ihr in der nächsten Folge wieder einschalten. Ich weiß, es ist fies, aber das war auch heute eine sehr, sehr lange Folge. Wenn euch die Folge trotzdem gefallen haben sollte, Bogenschießen gewonnen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich freuen und dann sage ich wie immer ciao, ciao, bis zur nächsten Folge von Kingdom Come Deliverance. Macht's gut.